Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zum zweiten Teil der Folge 25 zum Thema romantische Liebe in der Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts. Das letzte Mal ging es um Rausch, Laudanum. Und heute möchte ich Ihnen ein kleines Prosastück von Charles Baudelaire vorlesen, Das zweifache Zimmer. Ein Zimmer wie ein Traum. Ein wirklich geistiges Zimmer, in dem die reglose Luft leicht in rosa und blau gefärbt ist, darin die Seele ein Trägheitsbad nimmt, das Bedauern und Sehnsucht parfümieren. Wie Abenddämmerung ist es bläulich und rosa, ein Wollustraum während einer Verfinsterung. Die Formen der Möbel sind lang, gedehnt, hingegossen. Die Möbel scheinen zu träumen. Man möchte meinen, dass sie ein mondsüchtiges Leben führen, wie Pflanzen und Mineralien. Die Stoffe sprechen eine eigene, stumme Sprache, wie die Blumen, die Himmel, die Sonnenuntergänge. Kein Kunstwerk verdirbt die Wände. Gegen den reinen Traum, den regen Eindruck in ist jede endgültige Kunst, jede positive Kunst eine Lästerung. Hier überall ist das köstlichste Hell-Dunkel der Harmonie. Ein unendlich herber Duft erlesener Wahl, ganz leichtem Dunst vermischt, schwebt in dieser Atmosphäre, wo der schlummernde Geist sich im Gefühl eines Treibhauses wiegt. Verschwenderisch wogt vor Fenstern und vor Bett das Muslin. Es strömt in schneeigen Kaskaden. Auf dem Bette liegt das Idol, die Königin meiner Träume. Aber wie kommt sie hierher? Wer brachte sie? Welch zauberische Macht legte sie auf diesen Thron der Träume und der Wollust? Gleichviel. Sie ist da, ich erkenne sie. Ja, es sind ihre Augen, deren Glanz durch die Dämmerung strahlt, diese zarten und fürchterlichen Spieglein, die ich an ihrer beängstigenden Bübigkeit erkenne. Sie locken, packen und verschlingen die Blicke des Unvorsichtigen, der sie betrachtet. Oft suchte ich diese schwarzen Sterne zu ergründen, die Neugier und Bewunderung heischen. Welchem freundlichen Geist danke ich es, dass ich so von Geheimnis, Schweigen, Frieden und Parfums umgeben bin. O Seligkeit! Was wir gewöhnlich das Leben nennen, hat selbst in seinen glückseligsten Stunden nichts gemein mit diesem höchsten Leben, das ich nun kenne und von Minute zu Minute schlürfe, von Sekunde zu Sekunde. Nein, nicht Minuten mehr, nicht mehr Sekunden, die Ewigkeit regiert, eine Ewigkeit von Wonnen. Aber schrecklicher, schwerer Schlag fiel so die Tür und wie im Albdruck schien es mir, als ob man mich mit einem Spaten in den Leib schlüge. Und dann trat ein Gespenst ein. Es ist ein Gerichtsvollzieher, der mich im Namen des Gesetzes peinigen kommt. Eine abscheuliche Geliebte, die jammern kommt und die Trivialitäten ihres Lebens zu den Schmerzen des meinen häuft. Oder der Laufbursche eines Zeitungsverlegers, der die Fortsetzung des Manuskripts fordert. Durch das rohe Anpochen des Gespenstes versank die ganze Magie. Das paradiesische Zimmer, das Idol, die Königin meiner Träume, die Sylphide, so nannte sie der große René. Furchtbar. Ich weiß, ja, dieses Loch, Stätte ewigen Überdrusses, ist meine Wohnung. Hier stehen die dummen, staubigen, verschlissenen Möbel, der Kamin ohne Flamme und Glut, von Speichel besudelt, die traurigen Fenster, auf denen der Regen den Staub durchfurchte. Verkritzelte und unvollständige Manuskripte, der Kalender, in dem der Bleistift finstere Daten notierte. Und dieser Duft einer anderen Welt, an dem ich mich berauschte, mit vollkommener Empfindsamkeit.
Ach, es ist der Gestank von Tabak, dem irgendein Schimmelgeruch sich vermischt. Jetzt atmet man hier die Traurigkeit der Verzweiflung. In dieser engen, aber so ekelbeladenen Welt lächelt ein bekanntes Ding mir nur zu. Die Opiumfiole, alte und fürchterliche Freundin. Wie alle Freundinnen, ach, reich an Zärtlichkeiten und an Verrat. Oh ja, die Zeit kam wieder. Die Zeit herrschte als Königin jetzt. Und mit der scheußlichen Greisin nahte ihr ganzes dämonisches Gefolge von Erinnerungen, Bedauern, Krämpfen, Ängsten, Schrecken, Alpdrücken, Wut und Nervenschmerzen. Ich versichere es euch, jetzt sind die Sekunden stark und feierlich betont und jede, die von der Uhr hinunterspringt, ruft: Ich bin das Leben, das unerträgliche, unerbittliche Leben. Eine Sekunde gibt es im menschlichen Dasein, die eine frohe Botschaft ankündigen kann, die frohe Botschaft, die jedem eine unerklärliche Furcht einjagt. Ja, die Zeit regiert. Sie hat ihre berauschende, brutale Diktatur wieder aufgerichtet. Und als wäre ich ein Stier, treibt sie mich mit ihren zwei Zeigern. Hü doch, du, aus, schwitze doch, Sklave, lebe, Verdammter.